ist das ja so aufgeteilt, dass der Februar 28 Tage hat. Geht das nicht besser? Danke an Jan für die geile Frage. Schuld an allem sind wie so oft die versoffenen Römer. Die saufen, die Römer. Das römische Jahr hatte ursprünglich 355 Tage und begann mit dem Monat März. Da man aber 355 nicht durch 12 Monate teilen kann, musste der letzte Monat, der Februar, beschnitten werden. Da die Erde aber 365,24 Tage braucht, um einmal um die Sonne zu kreisen, musste man noch mehr Tage und sogar ein Schaltjahr hinzufügen. Aber geht das nicht besser? Eine mögliche Alternative wäre der internationale ewige Kalender von Moses Cotsworth. Der Vorschlag? 13 Monate und jeder hat genau 28 Tage. So beginnt jeder Monat mit demselben Wochentag und dauert exakt 4 Wochen. Da das allerdings nur 364 Tage ergibt, muss man jetzt noch einen Extratag einfügen, der keinem Monat zugeordnet wird, sondern einfach für sich selbst steht, damit der Rhythmus erhalten bleibt. Was denkst du? Findest du 13 Monate plus einen Tag besser als unser jetziges System? Schreib's mir in die Kommentare.